Wir brauchen eine Baumfarm. Dafür machen wir alles. Karl. Alles. Ach Mensch, Karl. Man kann hier nicht zufälligerweise irgendwo Koordinaten einschalten. Koordinaten anzeigen kann ich nicht ein. Ja, kann man einschalten. Nee, aber ich kann es nicht anklicken. Ich war noch nicht fertig mit dem Satz. Oh. Da war noch eine Pause. Und dann wollte ich noch sorgen, das geht nur als Admin. Und dann müsste ich die Sheets aktivieren. Oh. Wenn ich die Sheets aktiviere, kriege ich trotzdem keine Erfolge. Ja, du kriegst auch so keine Erfolge, ne? Das ist so lächerlich. Was sind die Erfolge? Also ich check gar nichts. Achievements gibt's jetzt. Einstellung. Erfolge hier. Fang an zu ackern. Oh, das gibt Gold. Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ah, hast du Erfolge, Blade? Wie bitte? Hast du Erfolge? Jawohl. Ich habe gar keine. Ich bin der Host, ich krieg gar keine. Du bist der Horst. Wie funktioniert das? Ah, und da kriegt man dieses Minecraft-Gold. Ah, GG. Spiele 100 Tage lang. Ja, moin. Am Stück. Entdecke 17 Biome. Ja, moin. Fütter einen Delfin, damit er dich zu einem Schatz führt. Was? Es gibt auch Schatzkarten. Aktiviere einen Akquisator. Platziere 4 Seegurken in einer Gruppe. Ja, ist gut. Verwende Sog um die. Wie viel Achievement gibt es? 2000 irgendwas? Seetangblock. Einen Tag unter Wasser. Schatz ausgraben. Sammle einen Fisch in einen Eimer ein. Schiffswrack. Was zum Teufel habe ich alles verpasst? Dein ganzes Leben hast du verpasst. Ozeanbiome. Staub. Oh, ich bin voll. Das ist echt geil. Karawane mit 5 Lamas, ernsthaft? Das ist ein Achievement. Ah, meine Eisenhacke ist gleich kaputt. Du wolltest deine Diamantspitzhacke mit meiner reparieren. Hab ich das sogar schon? Ich weiß das gar nicht. Nee, die ist noch drin. Aha. Dann deswegen, hab ich das noch nicht. Deswegen sorge ich dir das ja. Sogar ein Achievement, betreibe einen Ofen mit Lava. Ja, ich hab ja so viel Achievement. Was ist das hier? Oh, das ist noch Andesit. Ich dachte schon, das muss so. Alter, was sind das alles für Achievements? Das sind zu viele. Oh, guck mal, so. Hier könnte man ja auffüllen, ne? Ich habe ja genug Erde. Du auch, ne? Ja, ja. Hatten ja ein bisschen geformt. Ach, die alte Minecraft-Musik. Mir fällt gerade auf, irgendwas habe ich falsch gemacht in meinem Leben. In Real Life habe ich einen Beruf, bei dem ich Häuser baue, sozusagen. Jetzt in-game will ich auch Häuser bauen. Ja. Mir mal eine neue Beschäftigung suchen. Häuser anmalen? Ein Landwirtschaftssimulator oder so. Ja. Kannst du Trecker fahren? Jo, super. Ich weiß noch, wo ich Landwirtschaftssimulator zum Geburtstag geschenkt bekommen habe und mir dachte, nee, brauch ich nicht damit. Trecker fahren! Dann kommt sie so, ja moin Free. Ich fand's ja in dem Moment ja gar nicht schlecht, aber ich hab das Spiel nie verstanden. Ja, du bist ja so ein Bauer, fährst mit einem Träger bis Trecker fahren! Ja, ich hab immer die ganzen Sachen verkauft und danach und hab immer angepflanzt und danach war immer so. Oh, wir spielen schon 10 Minuten. So viel haben wir heute noch nicht einmal am Stück geschafft. Warte, ich steh das dich schnell. Oh. Erde alle. Idos, keine Ahnung, wie man das schreibt. Nein, mach das hübsch. Cheats sind in diesem Level nicht erlaubt. Traurig. Nee, ich aktiviere die auch nicht. A, weil wir zeigen wollen, dass wir nicht cheaten. Wir cheaten auch nicht. Und B, weil wir dann keine Erfolge kriegen. Also ich. Sowieso keine. Du wirst hier gemobbt in dem Spiel. Ja, aber sowas Doofes. Ach, stellst du mir jetzt schon vor, wir machen zu dritt den Boss noch so, boah, Achievement, Achievement. Und einfach so, man fällt jetzt so da, ja.
Achievement. Man könnte ja auch die 2000 Achievements sich ja eigentlich mit kreativ erschießen, indem man das alles schnell durchfliegt. Gibt's bestimmt solche Idioten. Zwei Stunden später, wir, hat alle Achievements. Jetzt wissen wir, was du offline machst. Mein Xbox-Account kannst du ja widerlegen, dass ich das nicht getan habe. Ah, das mit den Koordinaten ist doch ziemlich ärgerlich. Ja, das F3 fehlt zwar irgendwo, aber ich finde es auch ganz gut, dass es nicht da ist. Ja, wer weiß, vielleicht kommt da ja noch irgendwann was. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ah, es ist wahr. Und jetzt? Text-zu-Sprache-Funktion zum Chatten aktivieren. Warte, wenn ich jetzt schreibe... Hallo? Da sagt Windows mir, Saint Sibi sagt, hallo. Ich wusste gar nicht, dass ich... Ultman LP Ballo. Ich wusste gar nicht, dass ich die Computerstimme auf männlich hatte. Ach so. Die, ja. Du lässt dir das auch noch vorlesen. Ja, ich habe da gerade gesagt, ich war gerade auf Einstellung, Audio, und dann steht da Text zur Sprachfunktion zum Chatten aktivieren. Das funktioniert noch nicht so gut. Ich finde die Funktion ganz gut. Nee, ich meine hier das hier mit dem Auto bauen. Außer wenn dir halt jemand so ein paar Sachen schreibt, wie der und der hat einen kleinen Dann wird das echt urkomisch. So. 10 Milliarden, 10 Millionen, 10... Was? Nee. 1-0-0-0-1-1. Jana! Hör auf! So hat er das nicht gesagt. Du musst immer ein Leerzeichen machen. Das ist aber gut für den Stream. Wenn jemand was in den Chat schreibt, dann hört man das sofort. Dann muss ich das nicht mehr vorlesen. Ja, das wäre gut. In einem Stream, dann komme ich mit meinem Account und schreibe Old Man auf einen kleinen Lümmel. Da wird das ja, vorgelesen. Der heißt Kevin. Das ist ja voll der Kevin. Ja, voll der Kevin. Und der kommt nicht aus Kleve. Den habe ich nicht verstanden. Ja, das macht nichts. Aber Sebi hat ihn verstanden und das ist wichtig. Jeder Deutsche muss das verstehen. Ich bin ja heute beim Rumdösen auf der Couch wegen der Temperaturen ein wenig weggedöst. Und dann war da eine alte Dead by Daylight Folge. Da sind die aber noch abgegangen. Und vor allen Dingen er. Pandoria hatte da so einen Perk, da konnte sie, wenn sie im Geistmodus hier, im Auflademodus von Mike war, sie hat Mike Myers gespielt. Ah, ich konnte die Folge. Die sehen. Ja, durch gut. Die Wand, ja, für ja. Ein paar Sekunden. Ach, Curry bückt sich da. Gerade. Oh, die waren sauer. Und Gronkh hat geschimpft. Das war aber lustig. Oh, Michael Myers. Sie hat trotzdem keinen gekriegt. Ja, aber das. Aber so wie, aber jetzt wurden ja bestimmte Perks überarbeitet bei der das. Also der Fallensteller ist jetzt richtig overpowered. Er war ja, vorher schon stark und jetzt ist er noch. Ja, jetzt haben sie den so stark gemacht, dass die Runden kannst du knicken mit den Fallensteller. Leatherface versaut das Spiel immer noch. Also Leatherface muss ich sagen, also bei dem, den mache ich immer fertig. Nee, also ich finde Leatherface, also ich spiele ja eigentlich so in der Regel, dass ich meine Teammates helfen kann. Ich bin ja Billy Mane mit Forward Time und allem. Aber der macht mir das Leben zur Hölle, also jetzt mal ganz im Ernst. No, Leatherface kann ich gut umgehen. Also ja, das Problem ist, Leatherface sind einfach Babykiller, die deinen Skill nicht anerkennen. Ich habe gegen Leatherface gespielt in Bloody Bill, also ich habe alles Passage 3, oder? Und er hat die Kettensäge gemacht und ich habe ihn einfach ge-360, also er konnte mich nicht hin. Irgendwie im vierten Versuch hat er es dann durchgeschafft, also ich habe ihn ultra lang gejuckt. Und anstatt dass er dann respektvollerweise mich einfach aufgehängt hat und dann weggegangen wäre, hat er mich dann tot gecampt. Naja, so campen ist eh so eine Tugend. Das finde ich dann einfach traurig, wenn sie deinen Skill nicht anerkennen können und so einen Scheiß machen müssen. Das, was ich mir bemerke, ist, es gibt ja Streamer, die sagen ja, wenn du ein Anfänger bist, spiel den Kannibalen. Nee. Und dann merkst du richtig, dass dann auch die Kannibalen kommen.
Aber die, also das Schlimme ist, dadurch, dass die Anfänger sind, wenn die dann nicht halt die Kills kriegen, dann campen die. Eben, das ist ja so. Ohne Witz, einer hat gecampt, ultra krank, und am Ende schreibe ich ihm so, also es ist dann nur mein Teammate verreckt und wir sind zu dritt weggekommen. Und ich habe ihn dann halt geflamed, habe gesagt, ja, du bist Noob, oder? Campst und kriegst gar mal einen Kill. Und er hat dann geschrieben, ich habe immerhin einen Kill, ich bin glücklich damit. Und ich denke mir dann so, was, warum? Ich habe mit Myers noch nie gecampt und schaffe in der Regel 3 bis 4 Kills, außer die Überleben zerstören mich jetzt wirklich. Oh, mit Myers spielen stimmt, wenn du, denn wenn du Killer richtig gut warst und nicht gecampt hast, weil du immer rumläufst und die Leute trotzdem erwischt und die Leute schreiben Camper. Ja, das ist bei mir voll oft. Ich war Stufe 3 unterwegs und bin rumgelaufen und bin wirklich versehentlich zum Haken gelaufen. Ich hab's nicht gecheckt. Und dann anhuckt er den in dem Moment und ich klatsch beide auf den Boden. Ich meine, da würde ich natürlich auch sauer werden, aber es ist halt blöd gelaufen dann. Oh, ich hatte letztens, ich hab ja, wo es doch kühl war, mit der Nurse immer gern gespielt. So, glaube ich, 3 Tage, weil ich die Nurse gern mal spielen wollte, all die Krankenschwester. Und ich konnte ab dem 2. Tag schon mit ihr relativ gut spielen. Und hab dann die Leute irgendwann so abgefuckt, dass dann nur noch Beleidigungen etc. Was sind das für... Halt, Lolli! Was denn? Ich meinte ihnen noch was vor. Ich brauch mal ein Loch. Ah, ich höre schon. Nee, nicht so viel, nicht so viel! Ich wollte doch einfach bloß hier eine Fackel setzen. Ach so, ich hab gedacht, du wolltest hier diesen Unterwasser-Zombie, der hier gerade irgendwo rumgeruht. Der ist hier unten. Gibt es Unterwasser-Villager-Zombies? Also, ich hab's ja zumindest noch keine gesehen. Das wäre nice, wenn du die dann auch so eine Wasserschatzkarte da traden könntest noch. Echt, noch so, und dann wollte ich, warte mal, dann wollte ich gleich das so bauen und hier offen lassen. Achso, ja dann. Und dann da an die Fackeln drin, dann leuchtet das nachts im Dunkeln da raus. Aber man kann das doch auch so machen. Ja, du ist noch schöner. Muss ich mal wieder mit Sabi und Rico der Badeilheit spielen? Nee. Das wird, werden wir wohl nicht mehr erleben. Du hast auch erlebt, was das letzte Mal passiert ist. Dann schmeißen wir Rico raus. Und den Blade mit rein. Den Dr. Scrabble meinst du? Was ist denn so passiert bei euch? Ja, der hat die Schlaftablette gemacht. Und wenn ich komplett konzentriert, Sabi auch noch und der andere hat dann halt so ein bisschen die Laune zerdorben. Das ist zerdorben, schade. Zerdorben. Ja, er war auch müde, das muss man, glaube ich, auch ihm dazugestehen. Wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, kann das schon mal passieren, aber man kann sowas vorsagen. War einfach so motivationslos drauf, oder? Ja, ja. Dann einfach ziemlich gereizt auch. Nö, das nicht. Einfach nur müde und kaputt, das hat man gemerkt, ne? Und keine Lust gehabt. Ja. Das ist schade. Ja, aber ich finde ja so gerade Dead by Daylight mit Freunden zu spielen macht ja Spaß. Und wenn man gerade nicht zu zweit ist, sondern mal zu dritt oder zu viert. Ja. Man muss sich ja nicht mehr gegenseitig abschlachten, man kann ja einfach mal zu viert gegen Killer spielen. Also ich muss sagen, ich bin kein Fan von Kill Your Friends, weil das endet immer damit, dass es Ärger gibt irgendwie am Schluss. Nö, das haben wir nie gehabt, ne? Weil ich hatte schon so oft, wenn ich Kill Your Friends gespielt habe. Weißt du, dann habe ich Myers gespielt, mit so Standard-Perks, die ich habe. Und das ist nicht Nurse Calling und so habe ich nicht. Ich habe gespielt mit Whisperer Stufe 3. Was einfach so drin. Ja, halt einfach meine Perks, die ich so hatte. Und die sind eigentlich voll in Ordnung. Also Iron Grasp, eben Whisper Stufe 3 und das andere, die anderen beiden weiß ich gar nicht mehr, was ich drin hatte. Und dann einfach so Add-ons, die ich habe, wie zum Beispiel die grüne Glasscherbe und so, halt einfach das klassische Zeug. Und dann habe ich halt gut gespielt und dann werden halt alle einfach immer sauer und sagen so, ja, du brauchst voll das krasse Zeug. Dann spielst du halt. Nee, wir sprechen uns da ganz einfach ab, Led, was wir an Perks erlauben oder was wir uns zugestehen. Ja, weißt du, ne? Das kann ich ja schon verstehen, aber dann haben sie so gesagt, ja gut, dann spielst du einfach, dass du das und das nicht mehr brauchen und irgendwann, wenn der Killer gar nichts mehr brauchen darf, ist ja auch irgendwie blöd. Nee, oder? Das geht auch nicht. Ich meine, dann haben sie mir gesagt, ich darf keine Perks mehr brauchen, oder? Ich darf nur noch Items brauchen, die maximal gelb sind, so, das ist ja auch ein Witz. Ja, wir haben das gemacht, dass wir halt die starken Perks weggelassen haben, so wie oder Add-ons, so wie Mori, das sofort Kill weg ist. Ja, eben, das ist klar, das haben wir auch, das habe ich nicht reingenommen. Eben nee. Mori verboten haben. Grüne hatten wir, glaube ich, ne? Und ein Lilan, das war das mit dem Cooldown, ne?
Hm, das war unerbittlich, dass man 30% schnell zuschlagen kann wieder. Ja. Damit man nicht immer so, ist ganz gut bei Krankenschwester, wenn man daneben schlägt, dass man schneller wieder vorankommt. Sowas hatten wir denn. Und mit dem Verdunkeln, das haben wir dann nachher auch, weil dann haben die anderen aufgehellt, der andere hat verdunkelt, das haben wir dann auch immer, glaube ich, so gelassen, ne? Verdunkelt haben wir nur verboten, weil wenn man Zeller macht, ist man selbst schuld, finde ich. So. Weil dann muss man damit auch leben. Haben wir jetzt eine schöne Fläche? Ja, ne? Da hinten. Ist zwar noch nicht ganz fertig, würde ich sagen. Ich wollte auch hier noch auffüllen. Was ist uns dran? Wir spielen Minecraft und halten uns über Dead by Daylight. Ja. Ich glaube, wir sind beim falschen Spiel. Plötzlich kommt der Trapper, plötzlich gehst du aus dem Haus, bist in der Bärenfalle, so. Ja, moin. Was ich immer so schrecklich finde, sind ja diese Killer-Clown-Videos. Ich dachte mir aber so, wenn das eines Tages mal wirklich in Deutschland passieren sollte, dass solche Leute das auch irgendwie anderweitig mal schaffen, in Deutschland das durchzusetzen. Und du stehst dann da so, kommst aus dem Haus, im Dunkeln, kommt dich da so ein Clown an. Also, ich muss ehrlich sagen, meine Hosen wären nachher braun, wenn ich sowas erleben würde. Aber es hat auch schon, weißt du, dass das ja voll im Trend war, die einen haben es ja komplett übertrieben. Ich meine, einer, der war ja nachher schwer verletzt im Spital, weil er Killer-Clown gespielt hat und die Typen im Auto haben den halt überfahren. Als Gott. Und ich meine, irgendwo musst du doch selbst verstehen, mit gesundem Menschenverstand, dass man zu weit geht. Ja, das wissen aber einige nicht. Das ist so. Das ist schon immer so gewesen. Am schönsten sind die Videos, wo die Clowns dann richtig einen aufs Maul bekommen. Nee, die sind eben witzig. Wie weit willst du denn noch abbauen? Ich will nur hier ein bisschen verschönern. Ach so. Guck, wie hier oben, hier ist es ein bisschen scharfkantig abgetrennt. Da kann man das hier ein bisschen anpassen. Ah ja, ich hab noch was gesagt, wenn man zu lange nicht schläft, passiert noch was. Was ist das, was ihr gemeint habt? Da kommt irgend so ein Vieh. Musst du vorstellen, so wie ein... So ein Flugvieh kommt dann und greift einen an. Wie hieß denn die... Durch Wände fliegen und so, oder wie ist das? Durch Wände nicht, aber es bleibt so lange über dir... Und will dich töten. Ich glaube, das macht sogar sehr hohen Schaden. Bis du halt wieder schläfst. Aber das sind halt mehrere Tage, die man halt nicht schlafen muss. Okay. Eine hat geschrieben, 3 Nächte haben gereicht. Okay, bekommt man was, wenn man das doch besiegen würde? Bestimmt. Weiß nicht, vom Besiegen stand da nie etwas. Challenge accepted. 3 Tage? Also ich hatte mal Minecraft. Drei Nächte. Ich habe Minecraft schon mal mehr. Nicht und da kam das viel nicht. Nee? Nur du nicht. Gut. Hängt vielleicht auch vom Schwierigkeitsgrad ab. Es gibt Schildkrötenpanzer. Es gibt so viele Sachen, die ich weiß, die in 1.13 existieren, aber ich kann die nicht so auf dem Gedächtnis abrufen. Das ist ein bisschen noch teuer. Ich würde jetzt meine Lehre machen, da machen sie doch Notizen. Klassiker. Und dann denke ich mir mal so, dann stecken sie sich so ein... Genau, da habe ich jetzt auch dran gedacht, dass wir das so machen. Ja, ne? Halt noch ein bisschen verschönern, das ist nicht so. Täusche ich? Dieses Lispeln. Täusche ich mich oder wächst das Getreide oder allgemein das Zeug schneller? Es wächst schneller, ja. Habe ich auch so das Gefühl. Finde ich super. Aber du hast nicht gelispelt, zumindest habe ich das nicht gehört. Ich auch nicht. Übrigens, ja, 24 Minuten, ne? Wer weiß, was das war, kann wirklich das Gewitter gewesen sein. Wenn einer lispelt, ist es Pan. Ich werde mal irgendwie die Tage da mal anrufen, mal fragen, wie das ist mit dem mehr Speed, was das kosten würde. Und ob das überhaupt geht jetzt schon, das weiß ich ja auch nicht. Ich habe gesehen, bei deinem Anbieter bis zu 35 Euro. Ja, das wären ja 5 Euro mehr, das ist ja nicht weiter schlimm. Nee, das ist günstig. 5 Euro! Mit 5 Euro kannst du die Welt verändern. Das wären 5 Euro mehr. Wenn ich bedenke, ne, ich müsste 3 Euro mehr zahlen, um das gleichen Speed wie du zu haben, weil ich ja Glasfaser habe. Ich habe dadurch ja weniger Upload. Ja, mich würde vor allen Dingen der Upload interessieren. Ja, dann hast du 50 MB. Nee, 40. Nee, 40. 40. Du hast ja dann 40. Mhm. Oh, ich hätte denn 50. Kommt jetzt komplett random, weil ihr da über Upload redet, aber ich hätte jetzt gerade so richtig Lust auf eine Currywurst. Und hör auf, ich krieg Hunger. Eierplätzchen. Ich habe jetzt auch Hunger.